Seid gegrüßet, verehrte Damen, edle Herren, und wie ihr seht, wieder auf dem Tschornebo. Zur jüngsten Zeit hatten wir berichtet, als hier alles voller Schnee war, vom Teufelsfenster und gesagt, da gehen wir nochmal hin. Und da sind wir jetzt auch. Und hinter uns, nur 234 Schritte von jenem wunderschönen Turm entfernt, den ihr schon gesehen, befindet sich diese herrliche Aussicht auf die wunderschöne, tausendjährige, goldene Stadt Budishin, Budishin Bautzen. Aber unser Ziel ist ja nicht die Stadt, sondern der Felsen, der sich mit dem geheimnisvollen Namen Teufel einen besonderen Ruf erworben hat. Gehen wir mal gucken. Von allem, was ich schon erzählte, möchte ich mich nicht wiederholen, dass die Geschichte um den Tschornebo als Opferstätte der Wenden, jenes Volkes, das wir heute die Sorben nennen, tatsächlich als solches existierte. Gelesen wird, dass hier unterhalb des Berges in den Opferschalen geopfert wurde und man dann hier hinaufzog mit dem Priester, um dann dort an dem Frageloch das loszuwerden, was die Menschen interessiert, die Zukunft, das, was das Jahr bringt, zu erfahren. Hier soll also der Priester in das Loch hineingerufen haben, die Fragen und die Wünsche für das neue Jahr. Nun, das ist eigentlich etwas Gutes und die Frage steht, warum heißt es Teufelsfenster? Nun, wir müssen weit zurückgehen. Schon in den Zeiten des alten Rom berichtete man, dass die Germanen Felsen anbeten, das Licht der Natur anbeten. Was darauf schließen lässt, dass die Sommersonnen, Wintersonnenwenden und die gleichzeitigen Tag- und Nachtgleichen schon irgendwo und irgendwie bekannt waren. Und dann kam das Jahr 325, dass der Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsräson erhob. Und fortan unternahm man alles, den Barbaren, den Heiden, wie auch immer allen jenen, die nicht an den einzigen wahren Gott glaubten, beizubringen, er ist es. Und man begann, die Felsenheiligtümer zu zerstören. 601 machte der Papst Gregor der Erste dem ein Ende, indem er sagte, lasst die Heiligtümer stehen und bringt ihnen an diesen Stellen bei, den Heiden, den Barbaren, den bekehrten Christen, dass es nur den einzigen Gott gibt und in seinem Namen weiht er diese Stellen. Und so wurde es dann auch getan.
Allerdings nach 100 Jahren, die dann vergangen waren, der heilige Bonifatius erregte sich. Es schien nicht so richtig geklappt zu haben mit der Heiligsprechung und dem einzigen und wahren Gott, dass sie daran glaubten. Er echauffierte sich darüber, dass die Heiden immer noch Felsen anbeteten. Und er sprach von Diabolos, von Teufelsanbetern. Und wir glauben, dass darauf zurückzuführen ist, dass all die Stätten, die einst in Form von Felsen, in einsamen Wäldern als Gebetsstätte dienten, so möchte ich es nennen, heutzutage die Teufelsfenster geheißen wurden. Das in jenem Jahr um 700 herum einsetzte, dass diese Anbetungsstätten die Teufelsstätten genannt wurden. Nach den alten Vorstellungen der christlichen Welt ist wohl das dann abgelaufen, was man in den Überlieferungen dann sich erzählt, dass nach der Opfergabe zur Kanzel gegangen wurde, um dort dem Volke zu predigen. Dieser Fels ist über 100 Meter lang, 30 Meter breit und 10 Meter hoch. Er hat verschiedene Erhöhungen, wie dieser hier einer ist. Ob also genau das die Kanzel war oder eine der anderen Erhebungen, weiß ich nicht zu sagen. Wohl aber bietet sich die hier hervorragend an. Von hier hat man einen Rundumblick auf die versammelten Völkerschaften, um zu erzählen, was das neue Jahr bringen wird, um zu erflehen den Beistand der Götter für eine gute Ernte, eben für ein gesundes Leben. Und hier von der Kanzel wurde dann auch gesprochen über das, was nicht so gut ist. Hier wurden denn auch die, die sich irgendeines Frevels haben zu Schulden kommen lassen, angesprochen. Bestraft mit Sicherheit nicht, davon ist nichts zu lesen. Wohl aber, und das möchte ich nochmal betonen, kaum, dass man das in den wendischen, in den sorbischen Überlieferungen hört oder sieht. Weder schriftlich noch mündlicher Art. Und so scheint das ganze Gehabe um dieses Teufelsfenster, um diese Teufelskanze ein bisschen christlich gemacht worden zu sein. Freude würdet ihr unserem Herzen schenken, verehrte Herrschaften, wenn es uns gelungen ist, euch hier ein bisschen in die Natur zu locken, einen Besuch des Tschornebos in euren Programm aufzunehmen. Von hier aus würde man nach Süden, so die Bäume nicht die Höhe hätten, wie sie heute sind, den Bilebo sehen, den weißen Gott. Ich erzählte davon, der schwarze und der weiße Gott, ein bisschen belauern sie sich. Aber das ist eine andere Geschichte. Für heute wünschen wir euch viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal hier auf dem Tschornebo seid. Gehabt euch wohl!